Alter, wo's Licht? Oh. Was geht ab? Paris auf 3 Stunden Schlaf. Let's go. Es ist zwar immer noch dunkel, aber ich kann mit voll... Digga, erkennt man mich überhaupt? Aber ich kann mit vollem Stolz sagen, jo Leute, was geht ab? Willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Und ich darf euch herzlich begrüßen zum Paris Shopping Vlog. Ihr habt richtig gehört, es geht nach Paris. Ich treffe mich jetzt mit Yoshi am Bahnhof. Wir haben 5 Uhr morgens oder so. Wir packen die Bahn nach Paris. Ich will nicht viel labern. Ich war's im Video. Lasst ein Like da, schreibt einen Kommentar. Es wird Eskalation pur. Wir legen los. Let's go. Wir sind in Paris angekommen. Ich hoffe, man kann es irgendwie unschwer erkennen. Hinter der Kamera der einzig wahre Yoshi. Yo, was geht ab, Leute? Wir sind gerade in der Innenstadt. Es geht direkt los. Allererster Store und auch ein Store, der für mich persönlich sehr, sehr besonders ist, wo mein Herz aufgeht. Wir sind schon mit Yoshi unterwegs. Yoshi, eine Person, die sehr selten bei Stussy ist. Ganz, ganz viele Stores auf der Liste. Wirklich ganz, ganz viel. Deswegen will ich gar nicht so viel labern. Ich habe extrem Bock, mir was zu kaufen. Ich habe meinen Kleiderschrank noch aussortiert letzte Woche und ich habe sehr, sehr viel neuen Platz und neues Budget. Deswegen, ich habe Bock. Yoshi hat auch Bock. Wir steppen direkt los. Erster Stop Supreme. So, viel Spaß. Let's go. Yoshi hat sich auch passend zum Anlass gekleidet mit dem Stussy Hippo-T-Shirt, keine Ahnung. Da vorne müsste jetzt irgendwo Stussy sein. Auch, by the way, hier wieder die Straßen, die Cafés. Paris ist einfach ein Vibe. Ich sage euch doch so, wie es ist. Film wird jetzt wieder eine schwierige Nummer da. Wenn jetzt direkt wieder kommen, Handy weg. Ich werde es versuchen, aber ich kann euch nichts versprechen. Alter, Stussy Exclusive Shirt. Ja, ich sage euch ehrlich, ich bin hier raus, Jungs. Ich bin hier leider raus. Mit so einer Retreat-Hose. Aber was ist das? Also... Das Auto ist Stussy, oder? Das ist so S, oder? Ja. Ah, ich hab's gar nicht gecheckt, ja. Ich hab halt ein bisschen lang, wobei das hier noch besser findet als die anderen. Aber das ist das, was ich auch immer sage. Ich finde, die sind immer so lang und eng irgendwie. Man immer so 2-3 Mal waschen, dann ist das weg. Ja, aber ist cool. Kann man machen. Ich finde, ich feine im Blinde. Übrigens, was dir eben aufgefallen ist, Grüße gehen raus an Balenciaga. Könnt ihr sehen. Hier war noch so ein Stück, das ging bis hier. Einfach abgebrochen. Und auf der Seite ist es schon komplett weg. Hier war auch noch so ein Ding. Einfach komplett weg. Und hier ist es heute abgerissen. Digga. Das kann es keinem erzählen, ne? Ich glaube, Stussy und ich werden einfach keine Freunde. Das wird nicht passieren, aber ich bin jetzt auch ohne Erwartung in den Laden reingegangen. Der, oh mein Gott, 1-0 für Yoshi, aber das hole ich noch nach, keine Sorge. Wir gehen jetzt zu Supreme. Da ist 100%ige Kaufquote. 100%, weil ich brauche, naja, 1000. Ich bete wirklich, dass sie dieses Supreme Jersey von vor, ich glaube, 2 Wochen vielleicht noch irgendwie in Stock haben. Das wäre sehr, sehr krass. Man muss aber auch sagen, wir haben wirklich 10 von 10 Wetter. Es ist, glaube ich, 20, 22, 21 Grad irgendwie so. Die Sonne scheint aber auch nicht zu krass. Es ist leicht bewölkt, perfektes Wetter zum Shoppen. Boah, kleiner Fun Fact, ich glaube, ich war schon so 3 oder 4 Mal in Paris und jedes Mal, wo ich da war, hat es drüben geregnet. Also ich habe Paris noch nicht einmal trocken erlebt und deswegen erlebe ich es gerade trocken und enjoy es. Fuck. Die haben leider nur noch die Hose von dem Trikot, beziehungsweise von dem Hoodie. Das ist die Hose, die dabei war. Die haben die aber auch nur noch in der XL, die passt mir nicht. Ich finde die Hose auch sehr, sehr krass. Aber Trikot beziehungsweise Hoodie gibt es leider nicht mehr. 2-0. Das geht nicht. Guck mal, ich bin normal, ich ziehe mir ein kaltes Wasser und der kommt mir mit... Was willst du holen? Nein, das irgendwas mit Anti-Oxy. Vertraut mir. Das ist mies lecker. Das ist mies lecker und das bringt auch was. Ja, ich werde gleich testen, dann hol's dir. Ja, 3,50, Couscous. Aber 3,50 ist nicht. Meetup Paris, der nächste Store habe ich bei TikTok gesehen. Ist so ein Resell-Hype-Store, was auch immer, ihr könnt schon sehen. Supreme Boxsack, irgendwelche besonderen Sneaker. Kleines Price-Guessing-Game. Welchen von 3 soll ich nehmen? Den blauen. Ich sag 2. Ich hätte auch irgendwo schon 2 gesagt, ich gehe mit 2. 2050 Euro. 2,5 Couscous. Einpacken direkt. Die haben auf jeden Fall crazy Denims hier am Start, so unnormal verrückte, abgespacede Custom-Levi's-Hosen. Finde ich persönlich ein bisschen too much, aber interessant auf jeden Fall. Auch der Nocta, der vor ein paar Tagen rausgekommen ist, finde ich unnormal krass und bin ich auch dabei, mir den zu kaufen, aber der kostet ja auch einfach 350 Euro. Ich glaube, ich kriege den so für 200 in Deutschland. Der muss auf jeden Fall noch ran. By the way, wir haben gerade realisiert, es könnte tatsächlich ein bisschen eng werden und vielleicht müssen wir auch das Shopping auf morgen auch noch verlegen. Wir haben nämlich gerade ca. 15 Uhr, wir waren in 3 Läden oder so, wir haben, glaube ich, 50 Läden auf der Liste oder so. Wir müssen es auf jeden Fall jetzt ein bisschen sputen und es kann sein, dass wir vielleicht noch mal ein bisschen was morgen machen müssen. Vielleicht splitte ich das auch in Shopping Vlog Part 1 und Part 2, keine Ahnung. Kleines Update aus dem Schnitt. Ja, mache ich. Ich habe noch einen zweiten Vlog gefilmt. Das heißt, ihr bekommt Tag 1 Shopping Vlog, Tag 2 Shopping Vlog. Ja, doppelt Content, umso besser. Wir gehen zu Dover Street Parfum, da ist auch Le Labo. Checken wir auch noch mal ab und dann geht's weiter und weiter. Und ich muss irgendwas kaufen, sonst bin ich deprimiert. Vor allem, wenn der hier in 2 Läden ist und 2 Cops raushaut, das geht nicht. Das ist der Laden. Es gibt wirklich nur Parfum hier, auch 2 Etagen.
Hier könnt ihr sehen, überall nur Parfum. Der Laden riecht auch sehr, sehr krass. Wenn ich irgendwas finde, gebe ich Bescheid. Aber wir gucken jetzt mal, was hier so abgeht. Also wir haben jetzt hier alles Mögliche gerochen und probiert. Und an sich auch wirklich ein sehr cooler Laden mit guter Auswahl. Aber haut uns irgendwie zum Hocker. Hier ist nichts, was mich jetzt irgendwie umhaut. Wo ich sage, das brauche ich jetzt. Deswegen denke ich, geht es jetzt auch wieder raus. Und dann steppen wir zu Le Labo, denke ich. Das ist ja auch hier direkt irgendwo. Wie fühlt man sich so, wenn man im Laden war und nichts gekauft hat? Schon deprimierend, ne? Kenne ich gar nicht das Feeling. Davor hatte ich den Matcha, das ist so ein low-key Mainstream. Der ist Mainstream. Und welchen ich persönlich auch noch krass finde, ist dieser Rose. Ich habe tatsächlich jeden davon schon mal gerochen, aber irgendwie hat mich in New York nichts davon umgehauen. Wir haben den hier gerade mal ausprobiert. Riecht unnormal krank, ist aber so ein City Exclusive, das heißt, der ist extrem teuer, denn der kostet sage und schreibe 368 Euro für 100 Milliliter. Sehe ich halt nicht ein. Da bin ich raus. Aber der riecht wirklich sehr, sehr gut. Kann ich euch empfehlen. Nächster Laden. Ich habe nächster Kopf. Ja, bist da selber. Wieder extrem viel gekauft. Es läuft auf jeden Fall. Der Tag läuft super. Ja, so habe ich es mir vorgestellt. Aber das Ding ist, wir waren noch nicht bei den ganzen Läden, wo ich mir erhofft habe, was zu kaufen. Die ganzen Läden, die bis jetzt waren, da dachte ich mir, da kaufe ich mir nichts. Deswegen halb so wild. Wir haben noch einiges auf der Liste. Und deswegen geht es jetzt weiter. Wir müssen hier alles abhaken. Wir sind hier gerade random noch irgendwie bei Acne Studios gelandet. Und hier sind auch unter anderem die Sachen, die Kylie Jenner anhatte. Vielleicht haben es manche mitbekommen von der Kampagne mit Kylie, wo die irgendwie 20 Posts gemacht hat, die beide auch sehr, sehr krass waren. Ich muss aber sagen, die Hose ist auch sehr, sehr cool. Die kann safe krass kommen. Graue? Ja, die sieht wirklich krass aus. Könnte auch so von Entire Studios oder so sein. Eine Sache muss ich aber hier mal ganz kurz droppen. Das ist der allererste Laden, den wir sind, der klimatisiert ist. Bis jetzt in jedem Laden schwitzt mir den Arsch ab und hier ist es endlich mal kühl. Props an Acne für die Klimatisierung, ansonsten war jetzt nicht viel dabei. Wir sind gerade gefühlt durch die halbe Stadt gelaufen, aber wir haben es geschafft. The Next Door hat so ganz, ganz viele verschiedene Brands wie Jacquemus, Marni etc. Wir dürfen hier aber nicht filmen, deswegen kann ich gerade nicht so viel zeigen. Aber Laden sehr, sehr nice. Wir haben ganz, ganz viele verschiedene Marken. Sehr coole Sachen, auch sehr großer Laden und klimatisiert, das ist ganz, ganz wichtig. Hier unten ist noch eine komplette Etage mit Sneakern. Also ich muss sagen, auch die untere Etage sieht crazy aus, sehr, sehr nice. Hier ist nämlich auch gerade keiner, deswegen kann ich in Ruhe filmen. Bruder Yoshi wieder mit einem ganz wilden Call hier. Irgendwelche hohe Hikings auch gar nicht meint, sag ich ehrlich. Ich sag, kurzer Call, nach Timberlands nächster Hype. Also nicht großer Hype, aber das wird so low-key der nächste Timberland-Hype. So hast du das hohe Hikings nach Deutschland gebracht. Ja, aber ich muss sagen, die kommen eigentlich schon cool. Aber ich kann irgendwie gar nichts mit diesen ganzen Wanderschuhen anfangen. Aber ich finde, es geht voll klar. Also, safe. Langsam fängt der Bruch bei mir an. Ich habe noch nicht eine einzige Sache anprobiert, nicht eine Sache gefunden, die ich überhaupt cool fand. Was ist jetzt bei dem wieder los? Alter, ein Teppichladen, krank. So ein Kissen. Werden nicht viele fühlen, aber die es fühlen, die fühlen es extrem. So ein Kissen, great. Ich sage euch, wir waren gerade wieder im Laden, Yoshi probiert zwei Schuhe an, findet irgendwie alles krass, ich renne da rum, irgendwie, ich weiß nicht, ich bin gerade ein bisschen gebrochen. Ich habe mir hier einiges mehr erhofft, aber ist so nichts gegessen. Wenn wir jetzt in diese anderen Läden gehen, dann sind erstmal Adidas-Store rein. Ja, habe ich noch nicht gesagt, ich muss auf jeden Fall zum Adidas-Store, Secret Pickup, was ich auf jeden Fall tätigen muss, seht ihr aber gleich. So Sachen wie, weißt du, Balenciaga-Store. Ja, sorry, als würde ich jetzt nur Designer kaufen. Was meinst du? Als würde ich jetzt nur bei Designer-Läden einkaufen. Ich richte mich eigentlich auch gerade auf Balenciaga-Pickup ein, weil ich habe da was im Kopf, was ich schon ein bisschen länger haben will. Oh, das stresst. Guck mal. Wir müssen die U-Bahn 3 nehmen. Hier runter. Wir sind wieder draußen, sind jetzt in der Nähe von SNS, Galerie Lafayette, alles ist hier in der Umgebung. Ich weiß nicht gerade, wo wir genau sind, ich kenne den Ort nicht, aber wir sind jetzt hier. Und jetzt will ich gleich mit einer Tüte rumlaufen. Wir sind auch direkt da, Sneakers und Stuff, gibt es ja auch in Berlin, soweit ich weiß. Boah, ich muss sagen, ich finde diesen Nike Tracksuit hier sehr, sehr nice. In grün. In so einem Bordeaux-Ton und in schwarz. Und in schwarz, finde ich, kommt der sehr krass mit diesen Akzenten hier, mit diesem 3M-Material. Hier das Swoosh nochmal auf den Ärmeln, auf der Brust. Kommt schon sehr, sehr cool, muss ich sagen. Dann gibt es ja auch die passende Hose dazu. Auch nice, nur die ist, glaube ich, unten ein bisschen eng, beziehungsweise jetzt halt so ein Bund und fällt nicht so geil auf den Schuh. Deswegen eher schwierig. Ich muss aber sagen, die haben tatsächlich schon so eine krasse Brand-Auswahl. Es ist halt sehr, sehr viel Eigenmarke hier. Das ist von SNS selber. Schuhe haben die eigentlich sehr viele. Das Klamotten ist eigentlich eher weniger viel Gutes dabei. Ich habe jetzt einmal hier ein Jacket an. Vom Ding her wirklich sehr nice. Also finde ich sehr gut. Und irgendwie die Arme, die sind so, checkt hier, so mies kurz. Macht irgendwie gar keinen Sinn, dass eine Größe L. Das heißt, ich bräuchte eine XL, damit die Arme noch größer sind, aber dann ist die halt zu lang. Deswegen tut es, glaube ich, eher nichts. Vom Ding her eigentlich ganz cool, auch mit den Akzenten hier und so. Ist auch schön locker, luftig. Aber die Arme,
bringt halt gar nichts. Eigentlich eine coole Jacke, sag ehrlich. Das ist echt cool. Voll angenehm. Gib mir ein ganz, ganz schnelles SNS-Rating 1 bis 10. Ganz schnelles. 4. 4? Und wo geht's jetzt hin? Das ist dein Job? Ich war auch tatsächlich noch nie in den Jacques Mistor in Paris. Habe ich irgendwie nie zu hingefunden. Deswegen, erstes Mal auch für mich jetzt. Und ich hoffe, ich werde nicht enttäuscht. Langsam zieht sich auch so ein bisschen zu. Kommt mir aber ganz gut, weil ich bin nicht mehr so krass. Oh mein Gott, fast überfahren worden. Wir sind jetzt auch in der Nähe vom Lafayette. Das heißt, da geht's, denke ich mal, als nächstes hin. Und da will ich mit einer Tüte rausgehen. Wenn ich da nicht mit einer Tüte rausgehe, dann bin ich richtig enttäuscht. Dann war Paris für mich bis jetzt ein L. Ich sehe jetzt schon diesen Kampfkauf. Auf einmal steht auch so 1800 Euro Teppich oder sowas. Und hier sind die irgendwie alle so am Zeichnen. Ich weiß nicht, ob das hier Kunstleistungskurs ist oder so, aber die zeichnen alle dieses Gebäude da. Let's go. Kleines Update. Yoshi und ich wurden gescammt. Hier soll angeblich Jacques Mus sein. Ihr seht, dass hier kein Jacques Mus ist. Stehen wir hier und sind hier hingelaufen und hier ist halt nichts. Ihr merkt, es geht weiter mit den Els. Dafür gibt es jetzt von mir ein Pickup und zwar einen Eiskaffee, weil den brauche ich nämlich. Angeblich auch ein sehr, sehr krasser Eiskaffee-Laden sein, wird mir auch empfohlen. Aber wie er schmeckt, das seht ihr im Foodhot-Video. Das kommt auch noch nach dem Video hier. Der Plan ist jetzt folgender. Wir steppen jetzt zu Balenciaga, sind ca. 500 Meter von hier entfernt. Wir haben jetzt auch schon 4:45, also wir haben nicht mehr so viel Zeit, bis die Läden schließen. Aber danach geht es dann zum Lafayette, wenn wir es packen und dann werden da die Racks gespendet, da wird mit den Taschen rausgegangen. Stop the cap! Wenn nicht, dann liege ich am Abend im Bett mit Yoshi und weine, verdrückt eine Träne. Aber Hauptsache wir im Bett. Wir haben es geschafft, wir sind bei Balenciaga, wir steppen jetzt rein, werden dann wieder auf Schritt und Tritt verfolgt, ich liebe es. Filmen wird wahrscheinlich auch schwer, aber wir checken mal ab. Da sind die Gürtel, die haben natürlich wieder nicht den Gürtel hier, den ich eigentlich haben möchte. Ja, ich hätte es auch nicht anders gedacht. Der Store ist aber, by the way, wieder geisteskrank, ne? Wie man es von Balenciaga kennt. So krasse Stores, so schön. Ich habe hier ein sehr interessantes Ding, und zwar eine Balenciaga Denim. Die habe ich schon ein paar Mal online gesehen, fand die sehr, sehr krass. Die kostet leider nur 1,2, werde ich mir niemals kaufen. Aber ich wollte die unbedingt mal anprobieren, mal gucken, wie die aussieht, wie die sitzt. So sieht's aus. Das wäre die Denim. Alter, die hat hier hinten auch noch ein Loch, habe ich gar nicht gesehen. Ah, ich sage euch ehrlich, kann man vom Ding her machen, aber catch mich jetzt nicht so krass. Vor allem ist die, finde ich, viel zu sehr distressed, also das ist ja geistkrank. Aber ich finde die Waschung halt übercool. Vor allem für 1,2, also in keinem Leben. Aber schreibt sehr gerne mal eure Meinung in die Kommentare. War mal interessant anzuziehen, aber ist nicht interessant zu kaufen, leider. Ich denke mal, das wär's dann auch mit Balenciaga. Wir sind hier gerade randomly wieder bei Akne gelandet. Crazy Ding. Die könnte auch so von den Tires-Videos oder so sein. Wenn ihr jetzt mal anzieht, die ist tatsächlich auch gar nicht so teuer, also für Akku-Verhältnisse. Wir hätten beide gedacht, das ist teurer. Mal gucken. Man kann sich ja auch schon mal so ein bisschen für den Winter vorbereiten, ne? Die fittet ein bisschen. Ah, nee. Ja, die macht mich halt so geistig und breit. Was sagst du? Mach mal zu, bitte. Ich sag, es ist crazy. Ich muss sagen, die habe ich aber irgendwie nicht so geistkrank bekommen. Also, ich weiß nicht. Doch, mich schon. Sag ich ehrlich. Ja, kann man sich mal überlegen, ob ich die jetzt kaufe. Weiß ich nicht. Aber an sich eine coole Jacke, kann man es jetzt abchecken auf meinem Auge bei den Winter. Ihr habt gesehen, ich habe diese Jacke anprobiert, ich finde die auch immer noch sehr krass. Aber macht jetzt keinen Sinn, mir jetzt schon eine Winterjacke zu kaufen. Wer weiß, was diesen Winter noch für Jacken rauskommen, die ich vielleicht cooler finde. Das ist by the way auch Goyard, also da. Und hier, ihr könnt auch sehen, wieder eine große Schlange am Start. Da gehe ich auch auf keinen Fall rein, ich brauche auch nichts von Goyard. Wir haben by the way auch mittlerweile, ich glaube 18.30 Uhr und wir gehen jetzt zum Lafayette. Und das wird auch, denke ich mal, der letzte Stop dann in diesem Video noch sein. Wir müssen mal schauen, weil die ganzen Läden hier machen eigentlich alle jetzt so um 19 Uhr, 19.30 Uhr zu. Lafayette hat ein bisschen länger auf und es fängt halt auch gerade ein bisschen an wieder zu regnen. Deswegen passt das eigentlich ganz gut, weil das halt drinnen ist. Aber ich sage euch ehrlich, Lafayette habe ich sehr hohe Erwartungen. Ich will wirklich mit einer Tüte rausgehen, aber mit einer Tüte, wo kein Impulskauf drin ist, sondern ein Kauf, den ich wirklich enjoye, den ich genieße und wo ich dann glücklich bin. Um euch das Ganze nochmal zu veranschaulichen, ich habe letzte Woche gefühlt meinen halben Kleiderschrank verkauft, bin hier mit einem riesen Koffer hingefahren. Eine Seite meines Koffers ist leer, da ist nichts drin, weil ich mir dachte, ey, ich kaufe hier gefühlt halb Paris leer. Aber ich hoffe das ernstlich noch. Ich hoffe es wirklich. Könnt ihr es erkennen? Galerie Lafayette. Wir haben es geschafft. Da geht's jetzt rein und dann bin ich hoffentlich nicht enttäuscht, Mann, sonst raste ich aus. Bevor wir hier ins Lafayette gehen, ich habe da hinten gerade einen Adidas-Store gesehen. Ich habe mir eben schon gesagt, ich habe eine Mission bei Adidas. Das kommt sehr, sehr random. Aber ihr werdet es gleich sehen, sollte ich das Produkt da finden, dann vertraut mir. Ich suche das schon so lange, aber es ist überall ausverkauft. Deswegen, ich brauche das und dann gehen wir jetzt hin. Das Ding ist, ich weiß noch nicht, ob das der Flagship-Store ist oder ob das einfach so ein Random-Store ist. Und jetzt fragt ihr euch, Jan, was läuft mit dir eigentlich falsch? Aber vertraut mir,
Das ist es. Ich bin schon seit Release auf der Suche nach dem Real Madrid Bellingham Trikot. Frag mich nicht warum, auf der Adidas-Seite kannst du jeden Spieler beflocken, außer Bellingham. Ich weiß nicht warum, Bellingham geht irgendwie nicht. Ich wollte auch eigentlich die Players Edition, aber die ist online ausverkauft. Die ist hier leider auch ausverkauft. Deswegen nehme ich das normale. Lass mir jetzt schön Bellingham draufdrucken und dann ist das erste Pickup. Ja, ich weiß, es ist random. Ich habe den Lachs jetzt gekauft. Ich muss jetzt circa in einer halben Stunde nochmal hier hin. Wir gehen ja mein Netzwerk, das machen wir jetzt. Danach holen wir das hier ab. Und dann ist der Kauf getätigt. Aber jetzt erstmal Lafayette. Ich hab Bock, Yoshi hat Bock. Los. Wir haben es geschafft. Wir sind in Lafayette. Sehr, sehr großes Kaufhaus. Das größte in Paris auf jeden Fall, wer es nicht kennt. Und hier werden wir, glaube ich, einiges an Zeit verbringen. Ich kann das vorher nicht. Kennst du das nicht? Ich kann das wirklich. Yoshi und ich hoffen beide extrem auf Entire Studios. Quote, dass hier Entire Studios ist, wenn es eine Typico-Quote ist, ist so eine 2-4er. Aber. Wir werden es herausfinden. Live-Reaction, ob es hier Entire Studios gibt und es gibt Emporio Armani tatsächlich, endlich, da wollte ich eh hin. Wir sind ja gerade bei Jacquemus und die Jacke, gebt euch die mal. So auf Workwear angelehnt, crazy, in so einem schönen Braun. Der Hose hier auch, sehr, sehr nice. Ich habe überlegt, die Jacke anzuprobieren, bis ich den Preis gesehen habe. Na, wisst ihr selbst. Wir haben sie gefunden, wir haben sie gefunden. Ich habe so lange gesucht, aber Skinny Brackas sind da. Und ich sage euch ehrlich, ich muss die eigentlich anprobieren, weil ich habe so lange danach gesucht. Eigentlich auch ein kleiner Grail von mir. Ich glaube, die ist mir ein bisschen zu breit. Vielleicht die hier mit so Strassstein. Ihr müsst euch immer mal vor Augen halten, dass es wirklich Leute gibt, die sich das kaufen. Es gibt wirklich Menschen, die das kaufen, sonst wird es ja nicht geben. Ich habe jetzt mal den Gürtel hier anprobiert. Clean schwarz, ihr habt es ja gerade gesehen. Mit dem BB, mit der Schnalle. Ich finde den eigentlich an sich auch sehr, sehr nice, dezent. Ist nicht zu prollig oder zu fett. Der ist tatsächlich auch billiger als die Variante, die ich eigentlich möchte. Hat eigentlich auch was. Ich habe halt keinen Gürtel zu Hause, ne? Ich besitze einfach keinen Gürtel. Das ist eigentlich bodenlos. Zeig mal das, also den, das Leder, das ganz normales schwarze Leder einfach, oder? Ja, das ist ganz so matt. Hier ist der zweite, ne, könnt ihr sehen, im Zipper. Absatz, da bin ich mir ein bisschen unsicher, hier hinten, vorne. Ich finde auch diese Distress-Elemente eigentlich sehr nice, so diesen Farbton, der gefällt mir auch sehr gut. Ich weiß nur nicht, ob der mir ein bisschen zu hoch ist, aber ansonsten, ich ziehe jetzt mal an, dann gucken wir mal, wie es mit beiden aussieht. Und die Jungs stinken, das wisst ihr ganz. Gemütlich 1 bis 10? Boah, 0,5. Ich sag euch, das sind so Dinger, die musst du, glaube ich, so einlaufen. Einen Monat einlaufen und irgendwann... Boah, jetzt wo du beide hast, übelst hart. Eben war ich nicht so überzeugt. Boah, ich finde die kommen krass. Von oben. Ich finde die kommen krass. Schreibt mal gerne in die Kommentare, wie ihr die findet. Boah, ich bin gerade echt. Ich bin gerade ein bisschen angetan, aber ich weiß nicht, ob das ein Impulskauf wäre. Ich sag euch ehrlich. Ich bin sehr, sehr unter Druck gerade und ich habe ein bisschen Angst, einen Impulskauf zu tätigen. Ich denke, ich werde den jetzt auf jeden Fall nicht nehmen. Wenn, dann kaufe ich den morgen. Aber. Der kam schon sehr krass. Ich habe nur Angst, dass der Lache irgendwie nur auf der Hose krass kommt und auf Denims oder so nicht so cool kommt. Das wäre halt kacke. Wir sind draußen, weiterhin ohne Bag. Mega nice. Aber ich glaube, es war ein schlauer Move. Ich habe die Schuhe jetzt nicht mitgenommen. Ich habe auch den Gürtel nicht mitgenommen, weil maybe morgen nochmal ein Stepper zurück. Ich weiß es nicht. Weil ich glaube, hätte ich die jetzt mitgenommen, wäre so ein kleiner Impulskauf gewesen. Und deswegen schlafe ich eine Nacht drüber. Und morgen mal gucken, wie es aussieht. Vielleicht nehme ich die mit. Ich bin gespannt, was ihr zu denen sagt. Ich fand die persönlich sehr krass. Wir laufen jetzt ganz kurz zu Balenciaga. Es regnet in Strömen, aber ich muss noch. Ich hoffe, ich habe schon gefahren. Oh mein Gott, ich muss das Trikot noch mitnehmen. Oh mein Gott, es ist so am Regnen. Und dann ist die Shoppingtour für heute auch vorbei, weil alle Läden zu haben. Dann gehen wir noch was essen. Aber jetzt erstmal Balenciaga. Was laber ich? Adidas. Wir haben es. Hier ist es. Geflockt jetzt mit Bellingham und ja, das war ein Pickup heute. Mehr wird auch nicht passieren, mehr vielleicht noch morgen, ich weiß es nicht, aber jetzt geht es erstmal was essen. Wir haben beide geistig mal den Essenspart, seht ihr im nächsten Video oder im übernächsten Video. Das ist dann das Paris Food Hotspots Video, wird auch sehr cool, aber jetzt geht es erstmal was essen, wir sterben. Dead. Irgendwann später. Wir haben jetzt mittlerweile, ich glaube 22.30 Uhr, wir waren gerade essen. Jetzt steppen wir nochmal zum Eiffelturm, natürlich ein bisschen den Tourenkram mitnehmen. Da vielleicht nochmal ein Crepe essen oder so, ein bisschen rumlaufen. Den Eiffelturm sieht man da auch gerade schon. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt. Ah, die kleine Spitze. Aber das setzen wir jetzt hin und lassen den Abend ausklingen auf romantisch. Ihr wisst doch, wie das läuft. Oh mein Gott, der Eiffelturm bei Nacht. 3, 2, 1. Ich krieg's nicht hin. Ich muss, glaube ich, einfach mal lassen. 3, 2, 1. Ah, scheiß drauf. 3, 2, 1. Mit dieser wunderschönen Ansicht beende ich auch dieses wunderschöne Video. Der Tag ist vorbei, damit ist auch der Vlog vorbei. Ein unfassbar erfolgreicher Shopping-Tag. Ich habe die Racks gespendet, die Bags gehalten. Also wirklich, ich habe eigentlich übertrieben, sag ich ehrlich. Spaß beiseite, ich weiß nicht. Ich habe irgendwie nichts gefunden. Also ich habe ein paar Sachen gefunden, die vielleicht morgen eine Chance haben.
Aber an sich ist außer dem Bellingham-Trikot, was ich auf jeden Fall hier auch kaufen wollte, nichts geworden. Morgen ist auch noch ein Tag. Morgen werden wir auch noch ein paar Stores abchecken, Vintage-Stores auch abchecken, rein noch Paris erkunden. Deswegen gibt es morgen auch noch einen Vlog. Also es gibt heute diesen Vlog, morgen noch einen Vlog und noch ein Paris Food Hotspots Video. Also ihr bekommt Paris-Content on the must. Aber das ist mit dem Video. Lasst einen Daumen nach oben da, schreibt einen Kommentar, checkt Yoshi ab, checkt meinen Kanal ab, checkt auch Yoshis Video ab, das auch ein Video gemacht und verlinkt. Und das wär's, Freunde. Ich hoffe, ihr appreciated diese Content-Trips. Ich hoffe, das Ganze gefällt euch. Ich hoffe, die Kombo von Yoshi und mir gefällt euch. Und ihr wollt mehr davon sehen, weil ihr bekommt mehr davon. Das wär's dazu, haut rein und ciao.